Auf der Suche nach Darien werden wir nämlich jetzt nochmal kurz in den Sumpf einwandern. Bevor wir jetzt in Kapitel 3 schon gehen, wobei, nee, ich glaube, das mit dem Almanach kommt noch vorher. Und dann können wir ja mal schauen, ob im Sumpfheim mittlerweile, ob der Bock auf den Hammer hat. Wart. Der Balnet Beck hat immer noch nichts zu sagen, glaube ich. Gut, ich habe ihn jetzt nicht nochmal gefragt. Da bin ich wieder. Ich soll die nächste Ladung abholen. Na klar. Und sie wieder ans neue Lager verhökern. Ich will 50 Erz sehen. Mein üblicher Vorschuss. Immer tüchtig weitersammeln. Na klar. Was denkst du denn, was ich hier mache? Mir die Eier schaukeln? Glaube ich schon. Dabei hat die Quest war irgendwie so ein bisschen verbuggt. Ich konnte das bei Cypher nicht abgeben, das Paket. Jetzt gucken wir natürlich mal, ob da so ein Sumpfhai Bock hat. Ob so ein Tröthai das Bock hat. Okay, er hat irgendwie gar nicht getrötet. Hallo, Dr. Tröthai. Da kommt da langsam angeschlurft. Ich muss ja sagen, ich finde dieses Design von dem Sumpf halt immer noch sehr, sehr stark. Ein großer Fan. Okay. Boah, das wird eine längere Geschichte. Ich hoffe, es sind noch Snacks und Getränke parat und kalt. Au. Die Frage ist nur, warum das eine längere Geschichte ist. So ein Sumpfhai bringt doch auch nur 240 Erfahrungspunkte. Shit. Nöps. Tja. Nee, gut. Der Sumpfhai, der hatte zu schlechte Laune. Kann man nichts machen. Der hatte zu schlechte Laune. Na gut, was könnt ihr denn noch machen? Gibt es im Sumpflager irgendwas, was wir noch vergessen haben? Nee, ne? Dann gehen wir einfach zu Korkalum und geben die mal die Eier. Geben da mal die Eier ab. Und dann schickt er uns ja eh mit Talas in Richtung des Almanachs. Das heißt, da gibt es dann eine wilde Goblin-Klatscherei. Jetzt wo ich Gothic 1 nochmal spiele, bin ich mir tatsächlich nicht mehr sicher, ob ich den zweiten Teil nicht doch wieder besser finde. Jetzt muss ich doch den zweiten Teil doch wieder spielen. Ah, das ist echt ein Teufelskreis mit diesen Gothic-Spielen. Ne? Ich fand irgendwie den ersten besser. Ich finde noch den zweiten besser. Jetzt fand ich den ersten besser. Jetzt muss ich doch nochmal den zweiten spielen. Darüber. Wobei der zweite Teil wird irgendwann anstrengend, finde ich. So ab da, wo es dann darum immer dieses Gothic, ja, so richtig. Es ist ja, irgendwie kommt man da immer wieder zurück. Was willst du? Oh, stimmt, ich habe Crawlerzangen für dich. Ich habe Crawlerzangen für dich. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Du meinst du die Content-Mods, so wie die Rückkehr oder sowas? Ich habe Eier einer Crawler-Königin gefunden. Ich wusste es. Meine Vision war ein Zeichen. Die Eier ihrer Königin enthalten also das starke Sekret. Ausgezeichnet. Damit kann ich ein Elixier brauen, das uns den Kontakt zum Schläfer ermöglicht.
Was ist mit der Belohnung? Ah, ja, richtig. Danke. Ich meine eine handfeste Belohnung. Na gut, na gut. Was willst du? Waffe scheiße, Erze scheiße. Ich glaube, wenn man Waffe nimmt, das kriegt man wieder irgendwie so ein. Da kriegt man, glaube ich, auch nochmal einen Steinbrecher. Aber den nehme ich trotzdem. Eine Waffe. Möge diese Waffe deine Feinde niederstrecken. Ich glaube, die Rückkehr heißt es eine. Ich glaube, Rückkehr 2.0. Da gibt es auch die Sprachausgabe. Die Sprachausgabe ist natürlich ein bisschen. Ich kann nun die Anrufung des Schläfers beginnen. Nein, es ist mir noch nicht gelungen, eine Methode zu entwickeln, den Fokus aufzuladen. Uns fehlt das alte Wissen über diese Artefakte. Heißt das, es war vergebens, die Eier zu holen? Aber die sind mega schwer, ne? Hör mir zu. Es gibt einen Almanach, in dem das steht, was wir wissen müssen. Wir haben dieses Buch dem Feuermagier Coristo aus dem alten Lager abgekauft. Allerdings ist es beim Transport vom alten Lager hierher geraubt worden. Ich hatte Talas, einen Novizen, damit beauftragt, das Buch zu mir zu bringen. Aber er wurde überfallen. Er hat mich enttäuscht. Aber ich habe ihm noch eine Chance gegeben. Er hat nun den Auftrag, den gestohlenen Almanach zurückzuholen. Sprich mit ihm. Er wird alle Hilfe brauchen, die er bekommen kann. Was ist für mich drin? Habe ich nicht schon mehr als einmal meine Großzügigkeit bewiesen? Du wirst angemessen entlohnt werden. Wo finde ich Talas? Er versucht, auf dem Vorplatz des Tempelbergs Leute zu finden, die ihm helfen. Wer hat den Almanach gestohlen? Talas hat berichtet, dass er von schwarzen Goblins überfallen wurde. Merkwürdig, aber nicht unmöglich. Vielleicht ist er auch einfach nur besoffen eingepennt. Wir sehen uns. Möge der Schläfer. Da bin ich mal gespannt auf das Hörbuch. Ja, so sprechen, das, da muss ich sagen, was ich da extrem empfehlen kann, wenn man was echt ein extrem überragendes Mod. Das ist zwar jetzt nicht für Gothic, sondern für Skyrim, und zwar dieses Anduril. Das hat so eine gute Sprachausgabe. Da können viele Vollpreistitel richtig einpacken. Weil es wirklich ultra professionell sich anhört, die Stimmen, die so richtig, richtig Spaß dran haben. Und auch das ganze Spiel neu gemacht wird. Also gibt's auch mittlerweile direkt auf Steam. Muss man gar nicht irgendwie groß werden mit Mod-Manager oder sowas machen. Das kann ich auch Sam empfehlen. Du bist Talas, der überfallen wurde. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht darüber reden. Ich kann dir helfen, den Almanach zurückzubringen. Wirklich? Goblins haben mich überfallen und jetzt soll ich wieder zu ihnen gehen und das Buch zurückbringen. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich zeige dir den Weg zum Almanach und du holst ihn zurück. Gib mir 50 Erz und ich bin dabei. Was? Du beraubst mich? Nun gut. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Ja, wahrscheinlich die großen Projekte sind wirklich schon abgeschlossen. Jetzt werden nur so mehr so Feintuning noch gemacht, wenn was gemacht wird, oder? Ich bin bereit, wir können losgehen. In Ordnung, folge mir. Ich halte mich da lieber raus. Wobei das ja auch eigentlich relativ neu ist, dass Sachen wirklich vertont werden. Bei der Rückkehr zum Beispiel, das ist ja so über so eine Computerstimme vertont. Dadurch wirkt es manchmal etwas befremdlich. Beziehungsweise das letzte Mal, als ich gesehen habe, das letzte Mal, als ich mich da informiert hatte, vielleicht hat sich da jetzt auch wieder was getan, das ist doch schon echt ein paar Jahre her. Vielleicht haben die tatsächlich da auch noch ein bisschen was gemacht. Hat eigentlich Lester irgendwas zu erzählen? Nein. Der Schläfer möge dich behüten. Ach, du machst tatsächlich so ein richtiges Hörspiel, kein Hörbuch, sondern ein Hörspiel mit verschiedenen Rollen und jeder kriegt eine eigene Stimme. Das ist ja geil. Auf jeden Fall ein großes Projekt, aber schon geil.
Da bin ich echt mal gespannt. Es gibt doch irgendwo so eine Seite, wo man einfach sich anmelden kann und Bücher einlesen, oder? Schon mal was, 4 verschiedene Sprecher, dann einer, der normal spricht und dann 3, also der Erzähler und 3, die Rollen nehmen, oder? Ja, genau, so der Haupterzähler und die wichtigsten Nebenrollen. So, Talas, sind wir da, ja? Hinter dieser Brücke ist die Höhle dieser verdammten kleinen Biester. Pass auf dich auf. Du kommst nicht mit? Ich werde hier auf dich warten und unseren Rückzug decken. Wer ist es? Ist es Gorn? Der unseren Rückzug decken muss. Naja, was haben wir denn? Haben wir irgendwas Cooles, was Fetziges? Telekinese? Nee, Feuerball? Nö. Ich hätte gerne eher sowas wie eine Windfaust. Ah, okay. Guten Tag. Alari Firefly. Ich hab zum ersten Mal, glaube ich, einen Nickname vorher gelesen, bevor ich es einfach rausgeblubbert habe. Oh Mann. Die winken so freundlich, die schwarzen Goblins, und machen so einen geilen Move, als ob die auch gerade noch ein bisschen in Extremo hören. Ja, das könnte jetzt das wird eine wilde Prügelei hier auf der Brücke. Na, vorsichtig. Muss direkt mal der Richterhammer zuschlagen. Es kommen tatsächlich nur 2. Hey, normalerweise bin ich gewohnt, dass Goblins alle auf einmal losrennen. Das ist aber nett. Das ist aber nett von denen. Erstmal 2 Kekse rein. Kekse, Käse. Was ja auch ein sehr geiles Teil ist in diesem Rework. Da gibt es ja die Möglichkeit, dass diese Gegenstände im Inventar sich drehen, ja. Und die Anzahl der Drehungen ist von den FPS abhängig. Und ich habe halt durchgehend irgendwie so 300 bis 400 FPS. Da haben sich die Dinger recht schnell gedreht. Deswegen wurde mir direkt mal schlecht, da habe ich es ausschalten müssen. Da hinten, da hat einer. Oh, die Jungs aus der Höhle, die haben schon keinen Bock mehr. Die kommen jetzt schon wieder rausgerannt. Aber der eine Aufpasser davon, der ist noch motiviert. Dieser Hammer ist einfach komplett. Ohne diesen Hammer wäre alles wesentlich schwieriger. Aber das war noch die Kindheitsangst, die ich hatte, dass ich einfach mich nicht getraut habe, vor dem vierten Akt oder was das ist, oder so, vor dem dritten Akt ins Ork-Gebiet vorzurücken und dann mal zu gucken, was da so los ist. So, das gibt auf jeden Fall den aufs Maulspeicherstand. Gibt auch eine Waffe, die du noch leichter bekommst. Also ich habe, die war jetzt nicht so schwer zu holen, aber ja, welche denn? Mein Sieb Gehirn hat alles vergessen. Alles, was ich über dieses Spiel wusste und wo ich irgendwelche Sachen finde. Ach Gott, nein, das war jetzt natürlich irgendwie. Eieiei. Eieiei. Ah, sehr schön. Ach so, du meinst die von Silas? Die Bartaxt von Silas?
Hä, wo kommen die alle her? Draußen war doch gar nichts mehr los. Ja, die Bar, stimmt, die Bardax von Silas, jetzt wo du sagst, fällt mir ein, ja, die habe ich auch gerne mal. Aber bekommt man die leicht? Wenn man den irgendwie umbläst, ja, aber wie. Oder verkauft er die irgendwann mal? Naja, das bringt nichts. Ah, das ist ja noch ein kleiner Junge. Ja, ist ja noch mehr los. Ich glaube, jetzt weiß ich, warum sie in Gothic 3 so viele Skelette immer in eine Höhle gepackt haben. Die dachten, ah ja, im ersten Teil, das mit den schwarzen Goblin, das war ja schon ein Geniestreich von uns. Warten, bis er pennt. Ah ja, stimmt. Oben drauf und dann draufkloppen. Das stimmt. Das habe ich früher auch mal gemacht. Ja, aber das wäre ja fies. Wir sind ja, ich bin ja jetzt halbwegs erwachsen geworden. Zumindest tue ich so. Deswegen wird jetzt niemand im Schlaf zugeknüppelt. Und der Hammer an sich macht auch viel Schaden. Aber stimmt, die Bartaxt macht irgendwie 60 oder so. Oder 63. Das stimmt natürlich. Und da das Waffenbalancing in Gothic 1 eine unfassbare Katastrophe ist, kann man die ja ziemlich schnell schon anziehen. Der braucht wahrscheinlich irgendwie 30 Stärke oder sowas und dann ist man da mit dabei. Was steht eigentlich in diesem Almanach drin? Den glaube ich noch nie gelesen. Oh, die Mucke. Ey, allein mit dieser Musik haben die so viel für dieses Spiel getan. Almanach gibt Erfahrung. Den lese ich dann gleich mal noch. Oh, da rennt noch einer im Kreis. Halt! Halt! Stehen bleiben! Ja, irgendwie 50 oder sowas, oder 100 wahrscheinlich, sowas. Aber ich meine so vom Inhalt. Das ist so, wenn man diese Necronomicon, wie heißen die Dinger? Wenn man die liest, da bekommt man doch, glaube ich, auch so ganz wenig Erfahrung. Die Nagelkeulen lasse ich jetzt mal liegen irgendwie. Das ist mir jetzt zu anstrengend. Genau, das ist Chromanin. Ich war ja vorhin schon mal auf dem alten Kastell und hab von da oben runter geguckt. Nein, ich will nichts hauen. Ich will das Inventar aufmachen. Und habe unterwegs schon zwei Orks erledigt. Großartig. Ich muss sagen, diese Texturen gefallen mir richtig gut. So, dann gucken wir mal, was im Almanach drin steht. Aha. Das ist die Questline. Aber es gibt ja nicht so viele Questlines mehr nach dem ersten Kapitel. Apropos Kapitel. Kapitel 23, die gebündelte Macht. Die im Inneren des Steins ruhende und ständig wachsende Kraft wird durch die Worte des Magiers freigesetzt. Beständig oder auf einen Schlag. Das liegt alleine in seinem Ermessen. Ich hätte jetzt eher gesagt, in seinem Ermessen. Zugleich wird der Fokus jedoch frei von der Macht. Er ist nunmehr eine leere Hülle. Die Worte der Macht, um die in einem Fokus aufbewahrte Energie freizulassen, sind vielen Künstlern der arkanen Kraft zugänglich. Auch ein... Ja, okay. Das muss Korkalom lesen, nicht ich. Bringt mir nichts. Und ich habe schon wieder vergessen, wie viele Erfahrungspunkte es gab. Apropos Erfahrungspunkte, was man eigentlich auch mal machen könnte, ist... Oh! Ei, da ist einer runtergefallen. Seit wann können die denn klettern? Was ist mit dem los? Konnten die das schon immer? Das ist ja großartig, der Typ. Er ist einfach hochgeklettert. Ei, ei, ei! Das war gefährlich. Lieber nochmal ein Safe. Lieber auf Nummer sicher gehen. Du hast den Almanach. Gut gemacht. Gehen wir wieder zurück ins Lager.
wie er das jetzt bemerkt hat direkt. Hm. Soll ich eigentlich schon mal zum Ork-Friedhof gehen, einfach dem Ork mal aufs Maul zu hauen? Gucken, ob der da ist. Da sind so ein paar Beißer und die nerven so, ne? Oh, naja, komm. Da müssen wir noch früh genug hin. Immer fest drauf. Na gut, dann machen wir einen Abstecher. Immer fest drauf, dann machen wir einen Abstecher. Dann gibt's jetzt nochmal. Jetzt Hammer am Kopf von Orks. Immer gut. Talas kann da ein bisschen warten. Na gut, dann. Man muss auch mal abseits der gewohnten Pfade gehen. Hallo? Hier ist ja noch gar niemand. Na gut. Ich bin, glaube ich, echt noch nie hier hingelaufen. Bevor man hier hin muss. Jetzt bin ich mal gespannt. Die Winde klemmt, okay. Ich habe doch sogar Maul Red Fett dabei, aber ich glaube, es bringt nichts. Da passiert tatsächlich nichts. Ey, das ist echt krass. Ich habe das Spiel schon so oft gespielt, aber meistens einfach immer relativ ähnlich. Ich glaube, ich muss mal einen Speedrun machen, aber kein so ein Glitch-Speedrun, sondern der für eine Viertelstunde braucht, sondern so ein Glitchless-Speedrun. Da muss ich mal gucken, was es da so gibt. Da hätte ich irgendwie mal Lust drauf. Und welches Spiel wäre denn besser, zum ersten Mal einen richtigen Speedrun auszuprobieren, wenn nicht Gothic, wenn man das schon so oft gespielt hat? Starla ist jetzt beleidigt von alleine nach Hause gegangen. Ja, ich glaube, Talas hatte keinen Bock mehr zu warten. Ah, da ist er. Nee. Da sind die zwei Jungs. Warum lauft ihr denn jetzt noch hin? Ich habe alle Minecrawler gekillt. Aber gut, wahrscheinlich, wenn man jeden Tag für Jahre das gleiche macht. Okay, so lange ist es jetzt noch nicht her, aber wenn man das gleiche macht, dann fehlt mir einfach. Das ist so wie der erste Tag nach der Rente. Die fahren immer noch ins Büro oder auf die Arbeit, wo auch immer das ist. Bei 3D-Spielen bekommst du das Brechen. Ach, wieso? Ich habe einen halben Speedrun mal gemacht. Ich habe das Tomb Raider Remake von 2013 in einem Speedrun gemacht. Am besten du bringst den Almanach gleich zu Kurkalom. Pass nur auf, dass du dich nicht überarbeitest. Keine Angst, darauf achte ich sogar sehr. Mach dir um mich keine Sorgen. Hast du mir da einen Tipp, wo es da eine Anleitung oder sowas gibt? Oder einen guten Run, dass man den sich angucken kann. Okay, dann werde ich nachher mal noch ein bisschen recherchieren. Dann. Lass mir mal angucken. Dann ist es vielleicht nicht so schwer, auf die Bestenliste zu kommen von speedrun.org. Okay, krass. Na gut, dann vielleicht doch. Vor allem, ich bin nicht so talentiert in mir Dinge merken. Was willst du? Ich habe das Buch gefunden. Gute Arbeit! Du hast alles besorgt, was wir brauchen. Ich werde jetzt die letzten Vorbereitungen treffen. Wo wird die Anrufung stattfinden? Komme bei Nacht zum Tempelvorplatz. Dort werden wir uns versammeln, um den allmächtigen Schläfer zu rufen.
Oh, wir rufen den allmächtigen Schläfer. Wer hat Lust auf Cutscene, 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 Cutscene? Frau Kalom hat jetzt schon keinen Bock mehr. Ohne hinzufallen. Ja, da gab es noch nicht so viele Events, beziehungsweise nicht so publik auf Twitch mit Awesome Games Done Quick, Summer Games Done Quick, irgendwas Games Done Quick. Wobei ich finde es ja gar nicht so verwerflich, weil ich finde es ist ja immer schön, wenn das eine breitere Masse kennt. Cutscene, Cutscene. Ja gut, dann gucken wir uns die dann gleich mal an. Gucken wir uns sowieso an, aber jetzt natürlich noch mit mehr Spaß. Wenn der Blitz einfährt. Mitternacht. Oh. Habe ich doch ein Bal-Oruns-Dings gepennt. Hey, Bal-Orun. Hier gibt's jetzt ein Happening. Jetzt geht der pennen. So auf dem Festival, da kommt die beste Band, aber er hat den Tag über schon so viel gesoffen, dass er jetzt pennen gehen muss. Ich wollte mir eh mal diese, ich finde es so geil, diese mit diesem Split-Tool und so. Gibt's dann da schon, erstmal da quasi Splits dann ein? Das muss ich mir nachher, das gucke ich mir dann gleich noch an, wenn da, das interessiert mich wirklich. So, ja, da sind sie alle. Und jetzt geht's los. Oh, habe ich gespeichert. Cutscene ist natürlich immer safe, safe. Ne? Die ist aber klein. Lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Ich mache auch mit. Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt, um sein Erwachen zu bezeugen. Das Artefakt, das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet. Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht. Der Schläfer, erwache. Meister, was ist passiert? Ja, Meister, was ist geschehen? War es der Weg? Genau, er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten. nehm ich lieber. Ich weiß nicht, warum die Kapitelanzeige bei mir irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert. Aber da oben schläft jetzt erstmal Iberion ein. Ja, das ist der Cliffhanger, da geht's dann beim nächsten Mal weiter.